Der wichtigste Ratschlag in deinem Leben. Nie aufgeben und immer an einem selbst glauben. Wer bist du und was machst du? Ich bin Stefanie Gundhacker, bin im dritten Lehrjahr und Lehrmedienfachfrau im Schwerpunkt Print und audiovisuelle Medien im DTP Center in der Abteilung Presse. Was ist das Coolste an deiner Ausbildung? Es ist sehr abwechslungsreich und man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Was ist die größte Herausforderung? Dass man die Kunden versteht, was sie wirklich wollen und auch wenn es nicht so funktioniert, dass man auf einen grünen Zweig kommt. Und was auch eine Herausforderung ist, ist gerade die Barrierefreiheit. Barrierefreiheit heißt eben, dass man die ganzen Produkte, die was online gängern, für jede Person mit jeglicher Beeinträchtigung zugänglich macht. Worum geht's in deiner Ausbildung? Dass man eben verschiedene Drucksorten wie Visitenkarten, Einladungen, Broschüren, Folder und dergleichen designt. Wie bist du zu der Ausbildung gekommen? Durch Verwandte und ich finde es auch voll super da. Welche Eigenschaften sollte man mitbringen? Kreativität, man sollte mit Kunden oder Mitarbeitern respektvoll umgehen. Ein typischer Tag in meiner Dienststelle. Also meine Arbeit beginnt zwischen 7 und 7:30 Uhr, dann am Anfang checkt man erst einmal die E-Mails, die was man am Vortag gekriegt hat. Und weil sie eben Aufträge über mehrere Tage oder Wochen ziehen können, einfach dort arbeiten, wo man als letztes aufgehört hat. Und jeden Dienstag haben wir auch nur schon fix, sind Besprechungen, wo man eben jeden auf den neuesten Stand bringt. Warum mir mein Lehrberuf besonders gefällt. Weil du eben viel verschiedene Sachen designen kannst und auch viel, viel neue Kontakte knüpfen kannst. Was du wissen solltest. Es gibt eben verschiedene Richtlinien, die was zum Einhalten sind, wie zum Beispiel ein CD, das heißt Corporate Design, und das ist eben eine Vorgabe, wie gewisse Printsachen oder Grafiken zum Ausschauen haben, von der Farbe her oder dergleichen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist eben, dass man die Barrierefreiheit beachtet. Warum eine Lehre beim Land Oberösterreich? Weil es eben jede Menge Weiterbildungsmöglichkeiten gibt und auch die Aufstiegschancen voll gut da sind.